Auf den letzten 50 Kilometern habe ich mich gefragt, was los ist. Erst waren Spuren auf dem Boden, dann sah ich keine mehr. Dann habe ich wieder eine Spur gefunden. Ich wusste nicht, ob Marc da schon vorher durchgefahren war oder nicht. Aber ich habe es bis ins Ziel geschafft. Mir wurde gerade gesagt, er sei nicht da, aber niemand scheint verletzt. Das ist gut. Es sieht so aus, als sei es ein guter Tag für mich. Wir haben wirklich gute Arbeit geleistet. Was für mich noch wichtiger ist als der Etappensieg, ist, wie wir unser Rennen fahren. Ich denke, wir haben das gut hinbekommen. Wir waren konstant, solide und am Schluss haben wir sogar gewonnen. Doch das ist für mich nicht das Wichtigste. Was wichtig ist, ist, dass wir morgen zuerst an den Start können. Wir sehen jeden Tag, dass unser Fahrzeug wirklich besser geworden ist.